Titel-Update Nummer 14. Und schon wieder hab ich keinen Bock. Direkt Bock. Titel-Update Nummer 14 in FIFA 21. Direkt Bock. Erstmal Thumbnail richtig einstellen und danach geht es ab mit Hansa. Ross. So, tok. Ich könnte auch richtig geile Lieder machen, ey. Könnte. Ja. Moin erstmal. Oder was auch immer. Kevin B-Tube am Start. Mal wieder mit der sehr interessanten Intro an der Stelle. So. Jetzt noch schnell FIFA 21 in den Rank eingeben. Wir machen natürlich keinen langsamen Modus, das ist behindert. Macht man einfach nicht. So, wir nehmen das natürlich gerne an hier. Immer noch das falsche Thumbnail. Jawolski. Das macht Spaß. Das ist cool. So, nochmal Thumbnail einstellen. Ändern. Das speichern. Hertha Berlin holt sich Kaltitü der Rosaja. Okay. Gut zu wissen. Ey, wir haben Zuschauer. Nice. Geht direkt gut los. Teilen wir den Spaß mal. Kurz mal in Social Media. 2 Likes schon. Nice. Mit nur 1 Zuschauer. 2 Likes, Alter. Let's go. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, das wird schnell geteilt. Das Thumbnail ist hoffentlich jetzt auch richtig aktualisiert. Wenn nicht, dann trete ich YouTube einen in den Arsch. So, und das wird noch weiter mal ganz kurz gepostet. Und dann haben wir's. Dann haben wir's. Dieses scheiß Wackelkontakt mit meinem Handy. So, wir gucken uns mal die Transfers an. Vardy, 65 Millionen zu Real Madrid. Ja, moin. Jüngste Transfers, Paulsen zu Leicester City. Macht Sinn, natürlich. Fixi Hartmann, der alte Fixi, der ist auch mal wieder am Start. Was geht? Moin an der Stelle. So, kann man meinen Stream überhaupt finden? Ich denke mal wieder nicht. Aber ey, doch kann man. Man kann den Stream finden, ist das nicht toll? Wir müssen mal kurz die Ausstellung nochmal gucken, ob ich da irgendwas ändern kann. Mache ich jetzt einfach mal spontan. Der Rhein kommt rein. Auch ein geiler Name. So, der Rest passt auch soweit. Laptop tue ich nochmal schnell laden, dass der nicht ausgeht. Schwuppsiwupps, sofort fertig. So. Und Taktikvorlage wird natürlich abgespeichert. Abgespeichert. Und dann haben wir unsere Aufstellung gegen den MSV Duisburg. Wir tun das Ganze in der Schnellsimulation einmal durchgehen und bekommen wir ein 2:1 Auswärtssieg gegen den MSV. Erstes Spiel, erster Sieg. Nimmt man auf jeden Fall mit. So, jetzt muss ich noch den ganzen Rest hier einstellen. Guter Start. Jo, denke ich mal auch. Also ein 2:1 Auswärtssieg gegen den. Wo stehen die? Das können wir auch mal kurz gucken. Hat nicht so viel zu sagen, aber die sind 19. Okay. Sehr realitätsgetreu. Die letzten 4 stimmen tatsächlich so überein. Und Saarbrücken war tatsächlich auch am Anfang der Saison ganz oben mit dabei. Also guck mal. Yay. Realistische Spiel auf jeden Fall. Soll ich drauf fehlen? Eigentlich hier muss ich den Spieler austauschen. Spieler ändern, da tue ich nicht den Breyer hinpacken. Hier entfernen mit dem. Stattdessen kommt da der. Wieso kann ich denn jetzt eigentlich. Wie kann ich denn das
ändern, dass sich die Spieler. Ach, ach. Mann, das sehe ich ja jetzt erst. Was soll die Scheiße? Oh Gottes Willen, ey, wirklich, Leute. Nee, nicht nur Barasi. Ich will auch schon die anderen. Will ich natürlich auch drin haben. Logischerweise. Nehmen wir mal Luca Horn, der ist auch nicht verkehrt. Und die Eck. Oh, let's go. Bissigkeit. Ganz, ganz wichtig. Wichtiger Wert. Damit kriegt man irgendwie bessere Werte oder so. Keine Ahnung, ist mir egal. So, hat er wenigstens mal irgendwie mal eine bessere Bewertung bekommen. Immer noch nicht. Der hat immer noch eine 61. Ja, geil. Super. Super, duper. Das ist ja Wahnsinn. Hier bekommt man ja bessere Wertungen. Das ist ja ein Vergnügen pur. Muss man auch wirklich sagen. Naja. So. Transferangebot für Breyer. Nö. Noch nicht. Nächste Transferphase werde ich ihn verkaufen, aber die Transferphase werde ich noch behalten. Solange wie bei Rasi noch keine ordentliche. Vier Zuschauer. Nice, Alter. Nice, nice, nice. Alter, jetzt geht's los. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall hängt das hier alles. Moin, interessante Art, was geht? Schön, dass du wieder dabei bist. Freut mich sehr. So, wir gehen natürlich wieder erstmal richtig fett in den Trainingstag. Und gucken wir da. Joa, passt soweit. Na gut, der Breyer, den hätte ich rauspacken können. Ist egal, dann ist er jetzt halt drinne, kann man nicht ändern. Und wir machen weiter direkt. So. Gegen 1860 München, das ist das nächste Spiel. Pressekonferenz, jetzt kann man richtig fetten Boost bekommen. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. So, ich hoffe, dass man das im Hintergrund nicht hören kann, was meine PS4 da schon wieder macht. Wir haben einen slowenischen Nationalspieler, das ist auch interessant. So. Warum zeigt der eine ein Zuschauer an, der andere 4? Der andere zeigt dann wieder 5 an. Also was passiert hier eigentlich? Okay, irgendwie spinnt das gerade rum. Anscheinend, aber man muss damit leben. Ist egal, ist nicht so schlimm. Dann spinnt das halt ein bisschen rum. So ist das nun mal. So ist das nun mal. Manchmal spinnt das ein bisschen rum. So, wir wechseln mal die Mannschaft ein bisschen. Oh nee, warte. Erstmal Pressekonferenz. Versammeln wir uns da, wenn da schon ein paar Leute da sind. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Yo, der Dude mit seinem Hut ist wieder da. Jungs, nee, hier ja, unsere Taktik hat sich bewährt. Hier steigt die Scheiße. Bestens besetzt. So, und jetzt wieder eine. Wir können noch mehr. Zack, Timurai, zack, fertig. Ganz einfach. Und dann war ich das auch. Dankeschön. So, jetzt sind wieder 5 Zuschauer. Das ist so, das ist ganz komisch manchmal. Ganz, ganz komisch. Werde ich das Gefühl nicht los. I don't know. So, den wieder raus. Dann machen wir hier einen anderen rein. Wen packen wir da rein? Varona Polido, der freut sich doch immer, wenn er spielt. Dann machen wir den Kladde für den Voll, lol. Dann Jeck für Rosbach. Der hat deutlich mehr Potenzial mit seinen 18 Jahren. Türpitz für Bentley Baxterborn und Bafunta mit dem hier und Litka für Herzog. So, und dann haben wir unsere Top 11. Würde ich denken. So. Dann gehen wir rein gegen 1860. Ich werde mal gucken, welches Spiel wir spielen werden. Aber das auf jeden Fall noch nicht. Das machen wir in der Schnellsimulation und wir erreichen. Gute Mannschaft. Jo, danke dir. 1-0:1 in der 82. Fuck. Das ist natürlich jetzt nicht so cool, aber das ist. Das ist doch nun mal so. Kannst du nicht ändern. So ist das. Ja. Wie gesagt.
das ist nun mal Teil auch einer Karriere, dass man Auswärtsspiele oder beziehungsweise auch manchmal auch Heimspiele halt behinderterweise gegen auch schlechtere Gegner halt verliert, aber was soll's. Wir müssen weitermachen. Mit unserem Trainingstag. So. Jetzt muss ich mal gucken, wen kann ich denn hier einfach austauschen? Engelhardt. Engelhardt raus. Den braucht doch kein Schwanz, Alter. Barona Polido rein, der kann sich ein bisschen verbessern. Der hier. Litka, ja, hier. Und der hier. Let's go. Ab damit. Hier kann ich auch die Spieler ändern. Wo war er? Jeck. Und Abwehrszenario ist noch irgendein IV, Rosbach. Wen habe ich denn noch? Sonneberg. Sonneberg war der jünger. Ja, der war deutlich jünger. Okay, dann nehmen wir den mit. Dann lohnt sich das bei dem mehr. Und dann simulieren wir alles, kriegen alles eine A und kriegen alle Bissigkeit. Der Barasi hat eine Bissigkeit von 100. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was das jetzt wirklich bringt. Er hat immer noch nicht einen Ratingpunkt besser. Er geht einfach vom Rating nicht hoch. Was soll ich denn noch machen? Der Typ hat ein 90er Potenzial, aber ich krieg einfach bei dem das Rating nicht hochgepusht. Weil ich einfach seine ganzen Werte da nicht richtig leveln kann, finde ich. Kann natürlich sein, aber okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber ist auch egal. 5 Zuschauer, nice. Nice, 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 nice. Nimmt man auf jeden Fall mit. Lukas Scherf, nö, der wird auf jeden Fall nochmal ein paar Ratingpunkte steigen. Dann können wir den im Winter verkaufen. So, und machen wir weiter. Noch ein Stündchen. Ein paar Stündchen sind es noch. Transferangebot für Nils Butzen. Oh, das ist schon was anderes. Der Typ ist ein Random. Er spielt halt LMRM, aber ich brauche eigentlich den Typen nicht. Deswegen kann er weg. Wenn die ihn jetzt auch kaufen. Wenn die ihn jetzt auch kaufen, darauf spekuliere ich jetzt einfach mal. Das Problem ist, öfters kommen auch die Vereine und sagen sich so, ja, nö, ich will ihn doch nicht. Ja, und das ist dann halt immer ein bisschen, sag ich mal, Mist, ne? Also, ja. Nicht so cool, sag ich mal. So. Jetzt sind es wieder 2 Zuschauer. Was passiert hier eigentlich in diesem Stream? Hä? Was? Hier schreiben doch 4 Leute gerade 2 Schiene rein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was passiert hier eigentlich? Warum? Wird mir das angezeigt, als ob wir hier... Hier schreien doch gerade 3 Leute rein. Keine Ahnung, komisch. Ich weiß es auch nicht, Leute. Ich weiß es auch nicht. Es ist auf jeden Fall seltsam. Wir können es nicht ändern, ist so. Nur halt so angezeigt. Vielleicht ist es einfach nur ein Anzeigebug. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Haben die den jetzt verkauft? Ja oder nein? Finden Sie es heraus, wenn Sie ins Büro gehen. Butzen wurde verkauft. Yay. Damit hätten wir jetzt eigentlich noch einen holen können, aber ich investiere da wieder lieber in die Jugendakademie. Ist mir deutlich lieber, bringt mir deutlich größere Gewinne. Und da passt das auch. Na gut. So, machen wir weiter. Monatsbericht Jugendmannschaft. Sind das alles meine? Gut, den freigeben. Danke. Um Gottes Willen, natürlich Profi befördern. Ey, sofort rein mit denen, Alter. Was ist das denn für einer? Den gebe ich mal frei. Der hat ein beschissenes Rating. Oh, Entwicklungsplan. Den müssen wir auf jeden Fall irgendwie in den Entwicklungsplan machen. Oder irgendwie da... Weil der hat einen richtig geilen... wann hat der Geburtstag? Steht das hier irgendwo da?
Kann man das hier runter scrollen? Nee, da ist nur 15, steht hier. Hier warten wir noch ab und den können wir auch freigeben, denke ich. Aber der RF, was ist das denn für eine Granate, bitte? Alter, das ist ein scheiß 71er. RF, der absolut richtig krass unterwegs ist. Wo ist denn der hier? Hier, Friedrich. LOL. Krass. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Sage ich nicht nein. Sage ich definitiv nicht nein. Ja. Das so in der Rumpa. Ich verstehe es gar nicht. Wie kann das sein, dass da auf einmal so ein krasser RF da rumchillt? Also, das ist so seltsam. Na egal. Egal, wir haben auf jeden Fall einen. Türpitz ist unzufrieden, nachdem er gespielt hat. Macht Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Sonnenberg kommt rein. Verona Polido geht gleich raus, dachte ich. Aber na gut, okay, das liegt wohl eher was anderes. Der da ein bisschen hängt. So, jetzt wieder Trainingstag. Mauerstopper, Torvorlagen muss er auf jeden Fall rein, der Typ. Spieler ändern. Daniel Friedrich kommt rein, rein kommt rein. Auch ein geiler Name. Lukas Scherf kommt rein. Und Verona Pulido, let's go. So, Weitschussübung, da muss ich dann noch den Baresi reinpacken. Wen gibt es denn noch so, den ich leveln kann? Littgau und Horn. Und dann noch irgendwo offensiver. Ja, dann nehme ich den Breyer noch, wenn ich den hier habe. Na ja, da, let's go. Ist okay. Also irgendwie hängt das gerade ein bisschen mit meinen Zuschauern. Also hier schreiben Leute rein und es wird mir angezeigt, ich habe 0. Okay. Gut. Gut zu wissen. Auf jeden Fall. Das ist echt seltsam. Also keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist einfach dumm. Das ist das leider so. Kann man ja nicht ändern. Na, YouTube, wieder nächster Trainingstag. Langsam aber sicher steigt die Bissigkeit an. Das sieht schon mal gut aus. Dann können wir ja nochmal gucken hier. Pässe aufs Ziel. Barrett wird geskillt. Das passt. Alles simulieren. Der kriegt jetzt hoffentlich auch irgendwann mal ein Upgrade. Irgendwann muss ja mal die Zeit sein dafür. Und wenn das der Fall ist, dann kann man ihn noch endlich mal spielen lassen. Jeden Tag so ein Training, Alter. What the fuck? Ah, nein, 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 nein. Gerade gesehen, Torwart überwinden muss ich spielen. Wichtig. So. Spielen wir mal ganz schnell hier. Ist schnell gemacht. Vor allem mit dem Friedrich, der hat einen guten Abschluss. Jawohl. Guck mal. Oh Gott, das war behindert. Zack. Zack. Türpitz, let's go. Zack. Ist okay, ist eine B-Note, nimmt man mit. Geht da ein bisschen die Bissigkeit hoffentlich hoch. Ja, na guck mal. Jetzt hat er schon eine 61. Na, geht doch. Leute, Leute, ist doch gut. Alles gut. Ist das nicht schön, alles gut? No. Jo. Auf jeden Fall. Jo. So, gut, das ist eigentlich mal fertig geladen nach 3 Jahren. Zack, 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 bam, bam. Hopp, 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 hopp.
Das richtige Punktefarmen hier, Alter. So, diesmal nicht das Tor verzählt, verzogen. Perfekt. Bam, 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 bam. Hat man richtigen Rhythmus hier drinne. Oh, Alter, dieses Bing ging aber auch langsam auf den Sack. Ey, was ist mit dem Arsch los? Was will denn der? Warum stoppt denn der mich beim Torabschluss nicht? Seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist nur, mich bei den Flachpässen zu stören. Was ein voller Arsch. Okay, zack, zack, bam, 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 bam. Ja gut, wir haben jetzt eh schon genug Punkte, aber jetzt noch ein bisschen Punkte farmen geht immer, Leute. Punkte farmen geht immer. 5 Zuschauer, nice. Nice, 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 nice. So, dann gucken wir uns mal die Ergebnisse an hier. Alles fresh. So, jetzt nur noch diese Aufgabe Karussell. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich die Übung irgendwie ändern kann, keine Ahnung, aber ich bin einfach zu faul jetzt gerade auch ein bisschen dafür. Deswegen lassen wir das jetzt einfach und spielen halt Karussell. Was? Heber, zack. Ah, ich verstehe. Hä? Ja, der hat doch gelb geleuchtet, oder nicht? Ach so, ich verstehe, das ist er. Was ist das für ein Scheiß? Hä? Oh Mann, Junge. Hä, das ist doch der! Ja, könnte der aufhören, die ganze Zeit da zu laufen? Was ist das für ein Spacken? Der läuft die ganze Zeit neben den Falschen. Zone verlassen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich muss einfach nur zu denen hinziehen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Auf jeden Fall. Ja, ich habe diese Übung. Ey, hör auf damit, Alter. Zone verlassen. Na geht doch, ey. Oh, was ist das für eine Scheiße hier, Alter. Junge, 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 Junge. Alter, Leute, ey. Nee. Was tue ich mir eigentlich an hier für Übungen, ey? Oder eben schwindelig von der Scheiße hier. Kannst mir nicht erzählen. Oje, schreibt darin. Ja, ja. Oje, oje. So, weiter geht's. Oje, oje. Wir brauchen wieder ein paar Punkte in der Liga. Davor müssen wir wieder eine Trainingseinheit machen. Ach, Leute. Hört auf, diesen Breiner immer reinzupacken. Den will ich doch gar nicht. Oder ist es wegen seiner Bissigkeit? Wieso sinkt die denn manchmal wieder? Das ist... Keine Ahnung. Ich weiß. Es wird schon einen Grund haben. Vielleicht, damit man nicht immer die ganze Zeit den gleichen Wert hat. Irgendwie... Who cares? Nächstes Spiel steht an. Irgendjemand schreibt mir im Büro. Der Otto. Otto hat mir was geschickt. Den einen kann man nehmen, den anderen kann man wegpacken. So. Ganz ehrlich, hier juckt das Game auch nicht, welche Altersgruppe oder so hier sich rumtreiben. Wichtig ist es für die nur so, welches Potenzial die haben. Der Rest spielt keine Rolle. Gut, wir gehen einfach mal in die Simulation. In die richtige Simulation, weil dieses Spiel will ich auch gewinnen. Ganz einfach. Deswegen will ich auch taktische Sachen machen. Kein Bock nochmal zu verlieren. Nicht gegen Viktoria Köln. Definitiv nicht.
Und dann gehen wir mal rein in das in den Spaß hier. Abfahrt. So. 2 Minuten gespielt, direkt erstmal ein Einwurf. Let's go. Ui, jetzt kommt Victoria. Jetzt kommt Gloria, Victoria. Aber übers Tor, ja. So, jetzt vielleicht mal von uns was. Nö, erstmal schön fett ins Ausgeballert. So muss das, Leute. Und die kommen natürlich mit einem richtigen Angriff nach vorne. Logisch. Oh Gott. Das war ein bisschen ekelhaft. Sorry dafür. Glorious, Gloria, Victoria. Glorreiche 5 Zuschauer gerade auch wieder. Nice. Aber kommt doch mal da rauf, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Was machen die denn da? Ey, der LV von denen kommt da mit in den Sturm, Alter. Was ist das für ein Scheiß? Strategie ändern. Offensiv. Let's go. Jetzt haben wir auf einmal 9 Zuschauer. Ey, irgendwie, es macht gar keinen Sinn. Es macht wirklich gar null Sinn. Was passiert hier eigentlich, Alter? Ohne Scheiß. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wenn wirklich 9 Zuschauer da sind, nice, Leute. Nice, nice, nice. Aber ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß auch nicht, was meine Mannschaft da gerade macht, Alter. Wir schwimmen hier gegen Gloria Victoria, Alter. 2-0, ey, nee, da muss ich eingreifen, Leute. Da muss ich eingreifen. Erstmal wieder alles auf Standard stellen, weil ich habe mal wieder Scheiße gemacht. Aber das geht nicht, dass wir hier gegen Gloria Victoria 2-0 zurückliegen. Deswegen legen wir das mal weg hier. Machen wir noch die Verletzungshäufigkeit aus. Denn das wollen wir nicht. Verletzungsschwere auch so gut wie aus. Und dann haben wir es. Und dann spielen wir auch dieses Spiel ordentlich. Nicht wie meine Männerstar und machen nur Scheiße. Ja. I see what you did there. Bafunter und Co. Oh, das spielt sich so hässlich. Jetzt mal ohne Scheiß. Alter, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Diese Bewegung zum Ball. Boah, Alter. Ja, der das wieder den Ball mitnimmt. Das ist so bäh. Leute, das will man nicht. Das ist echt so schlampiges Gameplay. Wirklich. Boah. Ich verstehe das nicht. In Foot und in Pro Club sind ganz anderes Gameplay. Das liegt doch nicht an den Ratings. Oder? Oder doch? Naja. Gut, machen wir auf jeden Fall weiter. Genug gemeckert. Wir müssen hier ein Spiel aufholen. Ganz starke Idee, mal wieder von meinem Außenverteidiger mal wieder letzter Mann zu spielen. Kommt immer gut an. Das ist die beste Idee, die du machen kannst. Spiel random letzter Mann. Das ist so eine starke Idee, wirklich. Also wer so sowas kommt, der weiß auf jeden Fall, was er tut. Ey, wirklich. Wahnsinn. Also sorry, Leute, aber das könnt ihr nicht spielen. Ich habe das Spieltempo erhöht, weil sonst kannst du das einfach dir nicht antun. Jawohl, da ist der Anschlusstreffer. Immerhin vor der Halbzeit. Wichtig. Wichtig. Der Breyer macht auch mal sein Tor. Hat so lange gewartet auf die Scheiße. Und nun ist es endlich da. Das Tor zum Glück. Gut. Gut. Wir müssen weitermachen. Wir brauchen unbedingt noch den Sieg hier, weil wir wollen hier wirklich im Aufstieg mitspielen und wollen jetzt nicht gegen irgendwie Victoria Köln uns blamieren. Deswegen wechsle ich mal den Bayer aus und mache den hier mal rein. Der ist ein bisschen schneller, ein bisschen besser. Ich habe den doch auf RF vorne hingestellt. Dann soll er auch RF vorne spielen. Ganz einfach. So, Bafunta raus und Roter rein und dann haben... Nee, warte, Detlo haben wir noch keine Chance gegeben. Deswegen, let's go. Und vor allem für die Moral ist es wichtig, wenn wir hier nochmal was holen.
So, weiter geht's. Weiter, immer weiter. Das war natürlich jetzt nicht so stark, aber ist egal, passiert. Wichtig ist bloß, dass wir den Ball gleich wiederholen, was wir auch tun. Jetzt muss der halt bloß einen Lauf dort oben starten. Was passiert, aber auch nur, wenn ich den selber steuere. Aber vielleicht, oh, was ist das denn für ein Schuss, Leute? Ey. Ey. Nee, was ist das? Alter, Leute. Yikes. Ach, gut, müssen wir weitermachen. Hilft ja alles nichts. Da setzen wir halt einen Schuss halt über die Wolken. Egal. So. Komm, setz doch mal einen Lauf an. Jawohl, er setzt den Lauf an. Bentley, Baxter Bahn, macht Platz da. Und wie hat er den gehalten? Wie ging denn das bitte? Ja, na klar. Ja, na geht doch. Oh, wichtig. Alles müssen wir selber machen hier. So. Einmal auswechseln nochmal. Können wir nochmal. Deswegen... Komm, der Rheinbach, der hatte noch jetzt nicht so. Der war noch nicht so happy, deswegen packen wir den mal rein hier. Let's go. Der hat sich's verdient, Leute. Jetzt holen wir uns das Ding. Jetzt holen wir uns das Ding. Let's go. Ja gut, aber irgendwie... Also ich würde halt auch gerne auf Legende spielen, Leute. Aber das Problem ist, wenn du auf Legende spielst, da hast du keine Chance. Und das ist behindert. Und deswegen für Liga 3 können wir das, denke ich mal, auf Weltklasse lassen. Dann können wir auch nämlich ein bisschen schneller aufsteigen und ein bisschen schneller in der Karriere rankommen. Ab Liga 2 würde ich das dann, denke ich mal, ein bisschen anders machen, aber vorher machen wir das so. Und ich habe die nicht gedowngradet. Also ich weiß nicht, warum die so spielen. Oh Leute, Alter, was ist das denn für ein Gameplay gerade? Komm, hast du. Jawohl. 6 Zuschauer, nice, Leute. Nice. Oh, was für eine geile Kombi. Aber dann kommt wieder so ein Pass ins Nichts. Natürlich zieht der eine Innenverteidiger mit diesem blöden Schritt genau so hin, wie er es nicht machen soll. Aber immerhin ist der voll da. Oh, so ein Scheißwitz. Unentschieden wäre okay, aber ein Sieg wäre eigentlich auch nicht verkehrt, sage ich mal. Da müssen wir noch mal ein bisschen was geben. So geht das nicht. Auf jeden Fall Einsatz will ich sehen. Bewegung. Boah. Na geht doch, guck mal. Die bewegen sich langsam. Die bewegen sich. Ist das nicht schön? So. Ich kann den Typen nicht den Ball abnehmen, weil der einfach, weil die Bewegung es nicht zulässt. So blöd es klingen mag, aber es ist so. Guckt euch das an. Oh, Leute, ey, wirklich. Was machen die denn hier? Die bieten doch keinen Lauf an, gar nichts. Jetzt mal wieder Friedrich, aber auch nur dadurch, dass ich den Typen ausgewählt habe. Natürlich steht er. Er steht nicht im Abseits, Leute. Was ist da los? Fragt Toni Kroos. Nee, ohne Scheiß, Alter, der steht nicht im Abseits.
Wahnsinn! Wahnsinn, Leute! Ey, das ist, wie Vincent Weiss sagen würde, das gibt's nur einmal im Leben. Nice, nice, nice. Yusuf Barassi, drittes Saisontor. Vielleicht hat er nach dem Spiel die 62. Ich würde es ihm gönnen. Ich würde es ihm endlich mal gönnen. Aber mal gucken, was EA dann dazu sagt. Mal gucken. Jetzt müssen wir halt nur noch gucken, dass wir das hier ein bisschen defensiver hinkriegen. Grundformation steht. Alles gut. Müssen wir nur noch dieses Ding halten. Irgendwie. Das ist natürlich nicht so cool jetzt, dieser Angriff hier. Jawohl, wichtig. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt, ey, geh vom Pfosten weg, du Vollhorst. Das bringt mir nichts, wenn der da am Pfosten steht. Das bringt mir absolut gar nichts. Aber komm schon. Na, ist doch dumm. Ah, okay, perfekt. Jawohl, wieder Farono Pulido. Oh Gott. Er ist so schnell. Scheiße. Naja. Aber dafür haben wir ihn wieder eingeholt, zum Glück. So, gleich weiter hier. Zack. Alter, warum bremst er ab? Na, nicht so schlimm. Weiter, 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 weiter. Ja, faul, nicht so. Ist egal. Das nicht egal ist, ist das wieder dieser. Oh, dieser Spielerwechsel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum bremst er denn ab? Hört auch auf, mich hier zu verarschen, Leute. Hört doch bitte auf damit. Warum bremst der da random, komplett random ab? Nur damit der den Ball bekommen kann. Dazu wieder, defensiv habe ich eingestellt. Wie viele sind hinten? Ein Mann. Wow. Die wollten das. Die wollten, dass ich hier in diesem Spiel verliere. Die wollten es einfach. Haben sie aber nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft. Dieses Spiel habe ich nicht verloren. Ich habe es gewonnen. Schön, oder? Schön, schön, schön. Dann können wir wieder ins Interview gehen. Let's go. Ab ins Interview. Ab ins Interview. Let's go. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Machen wir mal schön glücklich, machen wir. Die Moral. Ich konzentriere mich auf nächstes Spiel. Glücklich. Alle sind glücklich, alle sind cool, super, freuen sich alle. Ist das nicht schön, Leute? Ist das nicht einfach nur schön? Cool. So, dann sind wir Dritter nach 7 Spieltagen. Passt doch. Und nur noch 31 to go. Nur noch 31. Oh nein. Da kann auch so viel Platz passieren. Zu viel Scheiße. Ah, mal gucken. Mal gucken. Ah, ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen. So, hier wieder Barassi rein. Ich will nicht Engelhardt hier haben. Dankeschön. Spieler entfernen. Den machen wir rein. Rein machen wir rein. Schärf. Und Barassi. So, Herzog muss ich mal gleich mal gucken, dass der doch irgendwo eingesetzt ist. Weil er hat, okay, der hat auch schon. G. Schulz hat. Gut, alles gut. Dann können wir das so lassen und jeder kriegt seine Bissigkeit. So, und ich hoffe, dass dieser Barassi jetzt nach 200.000 Trainingseinheiten jetzt endlich mal eine 62 hat. Hat der immer noch nicht? Ey, was willst du mit dem machen? Ich verstehe es nicht. Was soll ich denn noch machen? Er kriegt einfach kein Upgrade. Alter. Ey, wirklich, Leute, ich verstehe es nicht. Wie soll man denn hier spinnen? Ach, Leute. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Niemand kriegt hier ein Upgrade. Niemand verbessert sich.
Oder kommt das erst in der Mitte der Saison oder so? Oder muss ich hier irgendwas anderes machen? Aber normalerweise wäre der schon längst bei 63, 64. Der ist aber immer noch bei der 61. Die verbessern sich einfach nicht. Was soll das? Nitka packen wir wieder rein. Friedrich bleibt. Türpitz für Bengtley, Baxter, Bahn. Roter rein. Schwede mal rein für ein Spiel. Barrett hat immer noch eine 56, nachdem ich ihn tausendmal... Der hat doch 100 Bissigkeit und er fast 100 Bissigkeit. Was willst du denn da noch machen, Alter? Was soll ich denn da machen? Ganz ehrlich, ey. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es wirklich nicht. Also es ist... sinnlos. Einfach sinnlos. Was hat Littka nochmal? Littka ist 24. Johannes Horn. Oder Julian Horn, oder wie er heißt. 21. Eigentlich müsste ich den öfters spielen lassen, nicht Littka. Weil da steht immer plus 5 und so, aber er hat nicht diese plus 5. Das verstehe ich nicht. Er hat dieses Rating noch nicht. Sammle die Trophäen ein. Das ist das Ziel. Herzog Türpitz nehme ich mal raus dort und dann stattdessen mache ich, nehme ich den Barasi mit rein. So, da war noch Herzog war drin. Ah ne, ich mache Horn, packe ich noch drin. Horn. Ja, rein jetzt mit dem. Und Barasi. So, weiter. War woanders Horn noch irgendwo? Oh, ich habe doch gerade... Ey. Und Friedrich. So, danke. Weiter. Das ist hier gerade wirklich ein bisschen schwierig. Das Problem ist einfach, dass ich habe keine Übersicht hier. Ich habe keine Übersicht, was hier eigentlich gerade passiert. Das ist natürlich nicht immer so perfekt. So, dann spielen wir das mal ganz schnell, weil ich brauche die A-Note. Ich brauche die A-Note. Ganz, ganz wichtig. So, Trophäen sammeln wir mal ein hier, zack. Ey, soll die Scheiße. Immer nur wegblocken. Junge, hör mal auf, Alter. Deine Krabscher da weg. Er belästigt mich. Oh Gott. Oh, jetzt campt er vor der Trophäe, Alter. Was ein Spacken. Grandios. Richtig grandios, was wir hier machen. Überragend. Richtig überragend. Bam, Alter. Überragend ins Aus. So, was bringt das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Bissigkeit. So, die ist jetzt bei 100. Die ist bei 100. So, was bringt mir das jetzt? Der eine hat auf 19, Alter. Was ist denn die Scheiße? Wie schnell geht denn das runter, bitte? Der hatte vor kurzem noch 100. Jetzt hat er 19. Hey, Leute, was passiert hier? Was soll das? Oh, monatliches Scouting-Update auch mal wieder am Start. Keinen Sinn. Ja, hat es nicht. Hat es einfach irgendwie nicht. So, Bullshit weg. Bullshit weg. Kann man mitnehmen. Sieht aber komisch aus. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Weg damit. Weg damit. Weg damit. Stürmer. Ja, kann man mitnehmen. So, wo war jetzt hier diese Jugendschule? Jugendakademie, hier. So, Egrande, der muss noch kommen. Justin Gosens. Ja, der hat halt... Ach, der hat halt erst eine 54, das ist das Problem. Wenn sich die... Ich nehme den jetzt einfach mal... Den nehme ich nicht, definitiv nicht. Den nehme ich jetzt einfach mal rein. Der hat eine 45. Jetzt will ich bloß mal gucken, ob das mir auch wirklich was bringt. Und Gosens nehme ich sowieso rein, ist klar. Aber es muss doch irgendetwas bringen. Es muss hier irgendetwas bringen, diese scheiß Trainingseinheiten zu machen. So, Gosens und der andere, wie hieß der andere Typ? Irgendwas mit B, Barella oder so. Gosens Barrera. Merken. Wichtig.
So. Fallschussübung wieder, ist Baresi nicht dabei. Ey, hört doch mal auf, den Breyer da reinzupacken. Jedes Mal packe ich den da raus. Weitschuss, Türpitz kann man nicht viel ändern. Den packe ich mit rein. Baresi und Herzog. Ja. Weiter. So, das hier, Zonendribbling, das tun wir mal. Ah ne, ich mach's bei Torvorlagen, tue ich das mal ändern. Das wollte ich eigentlich nicht. Hier tue ich die mal ändern, hier. Also ich meine, ja, komplex, schön und gut, aber muss wirklich nicht sein, Leute. Es muss wirklich nicht sein. Hier machen wir mal ein paar Reservespieler. Den, Farona Polido, Lütka und die beiden Experten Barrera und Gosens. So. Jetzt bin ich bloß gespannt, ob das irgendwas was bringt. Wir werden es ja sehen. Haben alle plus 4 bekommen, okay? Und das mit einer A-Note. Auch nicht schlecht. Macht anscheinend Sinn, glaube ich. Denke ich. Hoffe ich. Wie dem auch sei. Jetzt muss ich nur noch mal kurz was einstellen und dann machen wir gleich weiter gegen den KFC Uerdingen. Im nächsten Ligaspiel. Wir haben die Chance auf 2 zu rücken mit einem Sieg. Horn ist jetzt nicht so in bester Verfassung, deswegen lasse ich da mal wieder Parona Polido ran. Schärf auf links. Ich würde gerne eigentlich den hier spielen lassen, aber ja. Moral zufrieden, ja, dann hau ab. Bentley Baxter-Wahn, komm mal rein hier. Roter raus, Rheintaler, ist der jünger als... Älter, deswegen packe ich mal den Jack rein. Oh, der hat ein Upgrade bekommen, der hatte vorher bloß eine, hier. Mein Gott, eine 66, glaube. Das sind Fortschritte, Leute, das sind Fortschritte. Das sind Fortschritte, das macht man mit. Also, da kann ich mich nicht beschweren darüber. Ist besser als keine Fortschritte zu machen, ne? Ist ja logisch. So, wir gehen wieder auf Simulation, denn die beiden werde ich definitiv eingewechselt haben. Nicht, dass unser Trainer hier wieder auf die Idee kommt. Ja, nee, müssen wir ja nicht einwechseln. Brauchen wir nicht. Logisch. Und deswegen tun wir die danach dann einwechseln. Achso, als Info heute, der Stream geht übrigens, denke ich mal, bis 18 Uhr. Danach geht. Ich hoffe, das ist okay. So. Okay. Hansa Rostock in Weiß. Kommt mal über einen Angriff. Über Friedrich, der ein bisschen weit sich in die Mitte fallen lässt. Alter, wie schnell ist das? Yo. Ding, 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 ding. Ich wollte gerade sagen, es sah nach Abseits aus. Ganz, ganz leicht nach Abseits. Oh, jetzt kommt wieder KFC. Nicht so gut. Laserlager. Eigentlich habe ich nicht vor, in das Spiel einzugreifen, aber es sieht schon wieder danach aus, dass ich das machen muss. Wäre natürlich wieder nicht so cool, aber naja, was willst du machen? Spieler auf links. Jawohl, jetzt geht er mal ab, Junge. Oh, natürlich 30 Meter Ball vorgelegt. Aber da haben wir ihn wieder. Komm schon. You can do it. Die 13, die 13, Barazzi. Barazzi macht mal wieder ein Tor. Schön, schön, schön. Langsam, langsam will er, man merkt's. Der hat langsam aber sicher ein bisschen Bock bekommen. Das freut mich für ihn. Ist ein cooler Typ. Jeden Fall ein cooler Typ. So, weiter geht's.
Jetzt kommen die mal mit einem Angriff. Nicht so gut. Okay, Keeper hat den Ball. Mal hin. Boah, jetzt mal Tempoangriff. Ja, natürlich mitten in unseren Angriff. Mal wieder abgepfiffen. Man kennt's. Aber man ist ja daran gewöhnt. Dann ist das ja okay. So, dann machen wir den mal ein bisschen defensiver auf RM. Und wir wechseln mal einen von unseren Topstars. Den. Der ist. Hoppala. Da muss ich den auf 10er stellen. Das ist 10er. Das ist ja gar kein. Mein Fehler. Ich dachte, das ist ein 6er. So, und jetzt fortsetzen. Weiter geht's. Moin, Herr Neumann, was geht? Läuft doch, jo. Jo, jo. Na, KFC, ihr werdet kein Tor jetzt machen, nicht gegen uns. Ein Schuss, ein Tor haben wir. Was eine Effizienz, Leute. Was eine Effizienz. Ich werde es mal ein bisschen defensiver machen, weil das sieht mir gerade ein bisschen sehr offen aus. Danke. Das war knapp. Das war unnötig knapp. Definitiv. Gut, genug gedribbelt. Macht mal wieder ein Tor, bitte. Kann nicht ins Abseits stehen. Bitte ein Tor. So, Teammanagement. Bevor die nochmal so eine Scheiße weitermachen. Boah, Alter, jetzt fährt gerade einer mit einer Harley rum. Ich habe doch, willst du mich verarschen? Ich habe doch den hier. Junge. Ach, das ist wegen Defensiv. Muss das natürlich geändert werden. Ja, das macht natürlich Sinn. Das ist ein Quatsch. Komm schon jetzt, nach vorne langsam mal. Jetzt mal schnelle Kombi. Oh, da kriegt der Keeper den Ball, ey. Nee, Leute. Jetzt vielleicht mal. Kann ich dann eigentlich. Ach, hier, ich bin auf. Ja, da ist das 2-0. Und das ist Gosens, der es gemacht hat. Ja, moin. Der 17-jährige eingewechselte Gosens macht das Tor. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Das sieht jetzt gut aus. Jetzt müssen wir nur noch 10 Minuten verteidigen. Das werden wir doch hinbekommen, oder? 9 Minuten verteidigen. Werden wir das hinbekommen? Finden Sie es heraus. Es wird auf jeden Fall leider unnötig spannend. Leider. Solange wir jetzt natürlich jetzt nicht unnötig Konter kassieren, wäre das natürlich schön. Und da ist der angesprochene unnötige Konter, den wir jetzt kassieren werden. 90 plus 1, schon längst vorbei. 90 plus 1 immer noch immer längst vorbei. Jetzt sind wir mittlerweile bei 90 plus 5. Und der Schiri pfeift ab. Damit haben wir das Spiel gewonnen gegen KFC Uerdingen. Schön. Erstes Tor von Gosens gleich im ersten Spiel. Nimmt man mit. Der wird auf jeden Fall jetzt eine gute Moral haben. Das freut mich schon mal. Das freut mich wirklich. Und dann können wir gleich wieder weitermachen. Toll, oder? Ist das nicht toll? So, Tag nochmal Generation. Und damit sind wir sogar Erster. Okay, wow. Krass. Das nimmt man schon mal mit. Der hat immer noch nicht das beste Rating. Was heißt das hier plus 5? Hat er dann eine 66 oder nicht? Oder ist es nur kurzfristig? Ich weiß es nicht. Der hat auch hier plus 1 irgendwie, aber das macht alles keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn, Leute. Also das ist, sorry, aber das ist so dämlich, dieses Spiel gerade. So ein bisschen habe ich das Gefühl, es ist einfach nur dämlich. So, Rosbach raus. Braucht keiner. Stattdessen den Sonnenberg rein. So, Sonnenberg und Jeck.
Wo ist Jack? Jack hier. Gut, weiter geht's. Ich werde es ja sehen. Ich werde es ja irgendwie auch sehen müssen. Ich muss es ja auch irgendwie sehen, dass hier mal Fortschritte gemacht werden. Es wird doch irgendwie möglich sein, dass man hier die Ratingpunkte irgendwie verbessert. Aber das kann nicht sein. So, das müssen wir auf jeden Fall spielen. Und statt den Breyer, also merken, Bahn, Gosens. Ich will diesen Engelhardt nicht da drin haben. Hört doch mal auf damit. Bahn. Wo ist der Gosens hier? Na warte, der war auf der Bank, der eine. Ja genau, Gosens und Barrera. Hä? Der kann nur einen... Ja, okay. Das spielen wir gleich mal. 7 Likes, Leute, Alter. 7 Likes. Ey, sehe ich ja jetzt erst gerade. Wow. Krass. Flanken in den Strafraum. Oh Gott, das Film. Eieiei. Ich habe gerade echt keinen Bock. Uff. Tu die auch ordentlich verteidigen. Ja, die tun ordentlich verteidigen. Ich kann die auch da nicht hinsteuern. Was soll ich denn machen? Ich kann die Spieler da nicht hinsteuern. Ich kann die Spieler nicht hinsteuern. Was soll der Scheiß? Ich muss hoffen, dass sie sich dahin bewegen. Was ist das für eine Übung? Ich kann doch nicht einfach hoffen, dass der da, sich dahin bewegt. Das macht der nämlich nicht. Ey, die haben so einen Arsch offen, das geht gar nicht, ey. Ey, was sind das für Übungen? Jetzt mal ohne Flachs. Okay, na, ich nehme das mit. Ich nehme das mit, ganz ehrlich, das nehme ich mit. Das ist so, nicht gerade, denke ich mal, das, was man unbedingt machen möchte. So eine Übung. Ah, bloß nicht, ey, bloß wirklich nicht. Nee. Hab gerade vergessen. Alter, Leute, ey, was ist das für eine Scheiße hier? So, weiter geht's. Gleich haben wir nächsten Trainingstag, mal wieder. Hat sich denn einfach mal irgendwie vielleicht meiner verbessert? Nee, immer noch nicht. Der ist immer noch bei einer 45, der kriegt doch keinen besseren Bissigkeitwert ab. Klar, warum auch nicht? Ja, macht Sinn natürlich. Puh. Oh doch, der eine hat sich verbessert. Der RV, der ist auf einer 57 jetzt. Wow. Wieder die. Ich will nicht diese alten Säcke da drin haben. Was ist denn mit euch falsch? Schulz kann ich auf jeden Fall drinnen lassen. Der hat gar keine Bissigkeit. Das ist natürlich scheiße. Wo ist der hier? Schulz. Ja, jetzt, wenn ich natürlich... Achso, ich verstehe, wenn du einmal... Okay. Schulz, 21. Ja, naja. Lukas Hall. Ja, wird er halt dort ersetzt, dann ist das halt so... Ja, weiter. Angriffsszenarios wären natürlich sinnlos ohne unseren Starstürmer Baresi. Der wurde noch nicht einmal eingesetzt dort. Macht natürlich Sinn. Ja, guck mal, jetzt hat er immerhin schon mal 4 Bissigkeit. Vor allem, das musst du alles selber spielen, damit du weiterkommst. Das ist doch... Warum soll ich das denn jeden Tag... Jeden Tag ist eine Trainingseinheit. Wieso ist das so? Echt? Ja, ist so. Ist echt. Ey, Leute, ich hab keinen Bock mehr. Naja, das Problem ist halt echt, also, diese Trainingseinheiten bockt halt gar nicht. Ihr versteht. Gut.
Das Problem ist halt einfach, die ist einfach langweilig. Und man muss sie jedes Mal machen, weil sonst entwickeln sie sich gar nicht. Und sonst hattest du die einmal pro Woche, was okay war. Jetzt hast du die jede Woche 50 Mal. Was soll das? Oh, er hat sich verbessert. Er hat sich verbessert, Leute. Jetzt müssen wir noch den Löhmanns Röben mal wieder einsetzen. Der hat auch noch lange kein Spiel mehr gehabt. Schwede kommt mal rein. Sitzt auch nur unnötig auf der Bank. Rheintaler, let's go. Für Sonneberg, der ist auch relativ jung. Naja, er nicht so, aber passt schon. Und Gosens, komm, Abfahrt. Warte mal. Dann machen wir das so. Oder ist das nur für die Startelf? Ach, keine Ahnung. So, damit gehen wir auf jeden Fall ins Spiel rein. Torwart können wir auch mal wieder wechseln. Der Kolke hat doch noch nicht ein Spiel, dann setzen wir auch mal den Kolke ein. Die sind mal so ehrenvoll. Klatte ist auch nicht so jetzt gerade auf Betriebstemperatur, deswegen nehmen wir den mal raus. Und gehen ins nächste Spiel rein. So, diesmal in der Schnellsimulation. Und wir holen uns im Heimspiel ein 1 zu 1 gegen Ingolstadt. Lümmersröm hatte in der ersten Minute. Oh, Barasi hat einen Elfmeter verkackt. Ey, nee, wirklich. Aber das muss doch nicht sein, Leute. Barasi, was soll das denn? Ei, ei, ei. Leute, Leute, Leute. Macht der Barasi solche Faxen? Könnt ihr das loben? Haben wir so einen schönen Barasi da vorne und dann macht er auch so eine Scheiße. Ey. Ach, Barasi. Oh Mann, ey. Naja, ist nicht so schlimm. Ach, guckt euch die Top-Torjäger an. Danach 9 Spielen, der Beste hat 5 Tore. Danach kommt Bettlebexer Bahn von uns mit 4 Toren. Aber dafür, die alle haben auch alle 4 Tore, ja moin. Macht Sinn. Na gut, nächster Trainingstag mal wieder. Jetzt ist die Lümmerns Rüben wieder drinne. Ich bin ehrlich, ich bin jetzt gerade ein bisschen faul, das alles einzustellen. Deswegen hier, bitteschön. Bekommen die da sind. Der Rest halt nicht. Egal. So, wir haben die erste Stunde, haben wir durch. Nice. Dann gehen wir mal ins nächste Training mal wieder rein. Sind es auch mal wieder am Start. Friedrich wird langsam aber sicher ein bisschen gepusht. Jugendmannschaft wird geguckt. Ey, wir brauchen den, Alter. Der hat dieselbe Position wie Gosens. Uff, da werden wir den Türpitz wahrscheinlich. Voilà, das wollte ich jetzt nicht. Dann werden wir wahrscheinlich den Türpitz verkaufen müssen, so wie es aussieht. Sieht zumindest sehr stark danach aus. Oh Gott, Alter, ich muss mal Schluck was trinken, Alter. Ich quatsche die ganze Zeit wie so ein Otto. Boah. Ach, hier unten. Scheint so, ja, ist so. Ist so. So, Prost, Leute. So, Lümmerns Rüben wieder raus. Er hatte sein Spiel, konnte sich mal freuen, könnte einmal so Yay sagen, hat sogar getroffen. Aber so wie das ist, wenn der Trainer seine Lieblinge hat, haben die anderen die Arschkarte. Und ich bin auch mal nett zu unserem Schulzi Schulz. Der kriegt auch mal wieder ein Spielchen. Weil er sich einfach immer freut darüber, wie so ein kleines Kind. Littka kommt mal rein. Horn kommt mal auf die Bank, wenn ich ihn finde. Geht der Gosens mal raus. Hier Horn rein da. Und Voll kommt wieder. Alter. So. Zack. Das ist unsere Mannschaft, das ist unser Spiel. 3 Punkte gegen FSV Zwickau. Das ist unser Ziel. Let's go! Simulation! Abfahrt! Ah, ha, ha.
Nein, gucken wir mal. Blau Hansa Rostock gegen Rot FSV Zwickau. Zwickau kommt langsam sich an den Angriff, das ist nicht so gut. Ne, so lecker. Dann müssen wir bloß gucken, dass wir uns da irgendwie wehren, aber das sieht gerade nicht so gut aus. Aber der geht vorbei, alles cool. Nichts passiert. Und dann geht's auch gleich wieder weiter. Jetzt kommt aber ziemlich frei durch und da ist das 1-0, war klar. Durch Wolfram. Wolfram. Ja gut. Egal, weiter. Schön ins Ausgekickt. Ja, Wolski, Brolski. Das nimmt man mit. Ey, wo spielen die Bälle hin? Wie frei kommt er da durch? Leute, aufwachen! Schenkt mal wieder euer Gehirn an hier, spielt mal wieder Fußball. Ja. Sehr gut. Komm, Barasi, mal, zeig mal, was du kannst. Ey, der läuft einfach random ins Aus. Was ist das? Mitte keine Anspielstation. Sehr, sehr gut. Oh, ich stehe noch. Das ist dafür da, dass wenn eine Aufgabe kommt, von wegen Verkaufsargumentation, dass du einen Artikel zur Warenvorlage hast. Diesen Artikel kannst du dann besser beschreiben. Du kannst, wenn wir bei Deichmann sind, nehmen wir natürlich deinen Schuh mit. Ihr könnt dann zum Beispiel irgendwas nehmen, was hier in eurem Betrieb, was ihr vielleicht mal öfters angeboten habt. Sei es jetzt eine Flasche Wein oder sowas, das ist komplett egal. Aber halt, dass ihr irgendwas, wenn jetzt so eine Aufgabe kommt, dass ihr das dann auch besser erklären könnt. Ist kein Muss, aber es ist halt so, dient dem Zweck besser, als wenn du irgendwas in der Luft erklärst. So, das war jetzt gerade meine Berufsschulklasse, mit denen habe ich mich gerade ein bisschen gequatscht. Und dann machen wir mal weiter. So. Ja, das läuft gerade ziemlich scheiße. Das kann man auf jeden Fall so meinen. Weiß schon, wie da die ganzen Scheißpositionen umgestellt werden. Ey, was soll das? Hör doch mal auf damit. Ey, ich will nicht, dass die Position. Oh, Barasi hat ein Upgrade. Barasi hat ein Upgrade, Leute. Wahnsinn. Was werden heutzutage nicht alles erleben, Leute? Barasi hat ein Upgrade. Er hat es endlich. Könnt ihr das glauben, Leute? Könnt ihr das glauben? Barasi, der echte Barasi, hat ein Upgrade bekommen. Wow. Wenn er jetzt noch schafft, ein Tor zu schießen, das wäre natürlich noch besser. Würde ich definitiv nicht nein sagen. Dann mal los. Parasi, zeig mal, was du kannst. Mitte ist ein bisschen Platz, ja. Oh, Alter, die stehen halt so arschtief, Alter. Guckt euch das mal an. Was ist das denn, Alter? Bollwerk FSV Zwickau oder was? Junge. Barasi, komm. Jawohl, da ist er mit seinem Tor. Da ist er eigentlich.
So. 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 2-1 steht es. Jetzt müssen wir nur noch. Oh, ich muss mal Teammanagement mal kurz ändern. Den Rosbach, den bringe ich noch rein. Let's go. Letzten Minuten nochmal. Wer hat eigentlich das zweite Tor gemacht? War es wieder. Das war Bentley Baxter Barn, der mal wieder getroffen hat. Dann ist er. Top-Torschütze, nice. Auf geht's, Oh, die stellen sich erstmal an die Eckfahne, richtig ekelhaft. Und da kommt die 8, Bentley Baxter Barn mit seinem nächsten Tor. Nice, und damit ist das Spiel endgültig vorbei. Wir gewinnen dieses Spiel mit 3:1 gegen den FSV Zwickau. Auswärts. Läuft doch, Leute. Es läuft doch. Oh, Alter, nicht so laut. Scheiß Zuschauer. Junge. Zuschauer lauter als bei Wolfsburg. Kappa. Ja, das war ein eigenes, ne? Ah ja. Oh, hey, Boss, was geht? Jo, Boss. Danke, Boss. Kein Ding, Boss. Du bist der Boss, nicht ich. Ich hab doch gerade gedrückt. Bist dein Vorbild. So, zack. Moral hoch, spielerische Leistung hoch. Baresi hat eigentlich ein Upgrade. Leute, könnt ihr das glauben? Wahnsinn. Was wir hier nicht alles erleben für Sachen. Nach 3 Jahren hat er ein Upgrade. Wow. So, Bafonta genauso. Bentley Baxter Barn auch. Barrett muss sich auch noch langsam entwickeln, aber der hat 100% Bissigkeit. Das passt. Barrera hat langsam ein bisschen Bissigkeit. Das freut mich für ihn. ZM, so, ganz easy. Komisch, also weiß ich nicht, was das jetzt sollte. Ja, also es geht langsam aber sicher, geht es bergauf. Und wir haben noch 10 Spieltagen. Sind wir jetzt, glaube ich, wieder Tabellenführer, wenn ich mich nicht irre. Also alles im grünen Bereich. Der Voll entwickelt sich auch langsam. Wir hatten eigentlich von denen besseres Potenzial. Der Voll eigentlich, aber der Kladde ist halt auch nicht verkehrt, deswegen kriegt er auch mal ein Spiel. Und ich lasse tatsächlich mal den Engelhardt für den Breyer auf die Bank, einfach weil ich Bock drauf habe. Und Friedrich wieder rein, um Ladisch geht eh nach der Saison. Bearbeiten, fortsetzen, zack. Speichern natürlich. Ja, nee, weißt du, ich will das natürlich alles machen, nur um das dann am Ende zu verwerfen. So. Wen haben sie mir hier wieder vorgeschlagen? Engelhardt ist okay. Der hat schon wieder die Bissigkeit verloren. Was will ich mit dem? Der bringt mir nichts. Der verliert die ganze Zeit seine Bissigkeit. Nee, da ist innerlich die Spieler, Alter. Ist doch scheiße. Friedrich, Schärf, Barasi und Bafunta. So, weiter. Rosbach, Rheintaler, da fehlt der Innenverteidiger. Da packe ich Rheintaler und den anderen Typen. So. Rheintaler und wie ist der? Jack. Genau, Jack. Jack, der Keck. Auch solche Namen, Alter. Zu wild. So, und das ist auch okay. Das lassen wir. Und dann haben wir 3A-Szenarios. Und alle sind wieder glücklich. Na dann. Wir sind nicht Tabellen. Wie konnte er uns 1860 jetzt einholen? Wie geht denn das?
machen die das? Geht denn das? So. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal hier was einstellen, ganz schnell. So, und dann geht's auch gleich wieder weiter mit dem nächsten. Ey, ey, jeden Tag ein Trainingstag, Alter. Du kommst nicht einen Meter weiter. Einfach, das Spiel lässt es nicht zu. Du musst doch nochmal, du musst nochmal in die Trainingseinheit hier reingehen, ne? Ist ja logisch. Ey, so ein Quatsch, Alter, Leute, wirklich. So, wieder Barrett ist dabei, der ist dabei. Denk, hört auf, diesen Engelhardt da reinzupacken. Ich bin so faul um den jetzt. Gosens fehlt auf jeden Fall. Ja, ich bin ehrlich zu faul, um das zu ändern jetzt. Jedes Mal, weil das speichert nicht ab, die Scheiße. Und das regt mich gerade ein bisschen auf. Jedes Mal, wenn du darauf gehst, speichert der Scheiße einfach nicht ab. Und das ist ein bisschen nervig. So, weg damit, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Der hat eine Gesamtstärke von 57 fast, aber hat ein Potenzial von 51. Aha, okay. Leute, langsam wird es aber wirklich ein bisschen seltsam. I'm just saying. Ne, logisch. So, Farona Pulido machen wir mal weg. Wir machen da die beiden Spieler ändern. Dann machen wir Barrera und wie der andere heißt. Barrera und... Wo ist er? Gosens. Hier, Gosens. Omladic ist mit Slowenien unterwegs. Let's go. Scherf, Engel. Ey, hört doch mal auf, den Engelhardt da reinzupacken. Ich will den nicht da drin haben. Der Typ ist nach der Saison weg. Ey, hört doch auf damit. Leute, ey, wirklich. Nee, der ist bei der anderen Übung. Gut, dann baue ich hier, wie hieß der denn noch? Der Lukas Horn. Ja, komm, hier rein damit. Ich hoffe, der ist Lukas, ja, ist nicht anders. Angriffsszenarios. Was sind denn die ganzen Innenverteidiger da drinne? Ach Leute, ich verstehe hier gar nichts mehr. Alter. Puh, ey. Ganz, ganz kniffliges Ding, ey. Ich weiß nicht, das ist einfach seltsam. Es ist wirklich seltsam, wie das hier einfach funktioniert oder ob das überhaupt hier funktioniert. Das ist die Frage. Ey, Leute. Boah, ich finde mein Thumbnail immer, wenn ich das sehe, einfach voll geil irgendwie. Schon wieder ist der Engelhardt drinne. Ey! Oh, Leute, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Also jetzt ist der Punkt langsam angekommen, wo es mir reicht. Ich pack den bei jeder Übung, packe ich den raus. Dann ist der Typ wieder drinne. Jetzt wieder Engelhardt irgendwo drinne, oder? Sag ich ja, natürlich. Engelhardt, ganz wichtig. Und diese Übung hatte ich. Ich weiß ganz genau, dass der da nicht da drinne war. Also hört auf damit. Leute, ey, wirklich. So ein Quatsch, ey, wirklich. Hier muss ich auch rausmachen, weil da ist dieser Gosens wieder nicht drinne. Und der braucht die 100 Bissigkeit, weil der im Gegensatz zu anderen Spielern auch Potenzial hat. Barona Pulido ist okay. Barrett war auch noch nicht drinne. Ey, die packen die ganze Zeit irgendwelche Spieler rein, die sich gar nicht entwickeln können. So, Bentley Baxter-Bahn muss da raus. Den Typ, der ist nicht schlecht, aber der ist einfach zu alt. Lukas Horn rein. Gosens. Und Littka, mit dem kann ich vielleicht auch noch danach ein bisschen Money machen. Alle haben A, bis auf die letzte ist B, ist okay. Der hat jetzt 100 Bissigkeit, aber es bringt mir Scheißdreck, Alter. Ah, ja.
Ich bin einfach stumm gerade. Also, sorry Leute, ich bin gerade schon bei... Ich weiß nicht, was ich hier tue. Was bringt das? Ich hab's innerhalb... Muss man überlegen. Innerhalb von einem halben Jahr habe ich es geschafft, einen Stürmer um einen Ratingpunkt zu verbessern. Er hat da eine plus 5, aber die bringt mir nichts. Der kriegt diese plus 5 einfach nicht. Und das ist so strange. Die Torhüter kannst du auch nicht trainieren, weil es gibt keine Torhüterübungen. Du kannst die Übung nicht anpassen, glaube ich. Das muss ich auch mal gucken. Und das ist jeden Tag so viel und so. Oh, warum? Warum macht man sowas? Die Trainingseinheiten waren so okay und dann kommen die mit so einem Bissigkeitswert, den keiner interessiert. Niemand. Wer interessiert sich dafür? Bissigkeit. Ja, was hat denn Suarez da? Der hat doch immer eine 100 da, oder was? Hey, Leute, Leute. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sie dürfen Ihre Fragen nun stellen. Ja, Spitzenduell, wir werden siegen. Wir werden siegen, kämpfen und siegen. Ja, hier raus. Bringt eh nichts. Ist eh egal, dieses Interview interessiert doch keinen Schwanz, Alter, ganz ehrlich. Es ist nur dafür da, dass man mit seinen Moral da pusht. Mehr macht man da auch nicht. Mehr macht man da nicht. So. Es geht gegen Saarbrücken, gegen den Fünftplatzierten. Ich würde sagen, das spielen wir. Bevor wir das aber spielen, gucke ich mal ganz schnell, dass wir eine ordentliche Mannschaft zusammenkriegen. Klatte lassen wir mal im Tor, ist okay. Barasi ist okay, Bahn ist okay. Barrera setzen wir mal aus. Dafür kommt der... Wo ist er? Türpitz nicht. Rein, hier rein. Gosens auf die Bank. Für Lukas Horn, aber Lukas Horn. Heißt der Lukas? Egal. Auf jeden Fall Horn auf links. Den machen wir ein bisschen zurück. Als. Hä? Der ist doch so tief, Alter. Wieso. Der ist doch da. Der ist doch ein Sechser. Willst du mich verarschen? Ey, was ist das denn für ein Quatsch, Alter? Jetzt muss ich den ein bisschen niedriger stellen, weil der hier sonst nicht als Sechser gewertet wird. Dankeschön. So ein Quatsch, ey, wirklich. So. Schärf, ein bisschen nach innen gerichtet. Horn ist okay. Wen wollte ich noch spielen lassen? Eigentlich war es das soweit. Ja, Lümmerns drüben geht eh weg. Schulz geht weg. Das ist schlimm. Wir machen nach der Saison machen wir sowieso eine kleine Kaderkur. Da wird das alles angepasst nochmal. Und dann passt das hoffentlich. Gut. Gut, heute ist auf jeden Fall Training. Das heißt, ich mache maximal noch eine Stunde. Danach muss ich los. Aber davor spielen wir das Spiel gegen Saarbrücken. Dass wir das haben. Oh, eine Otto-Anzeige. So, mal hier kurz mal warm machen. Super Flanke mal wieder. Das Spiel geht noch, ne? Ja. Bentley Baxter-Bahn mit 6 Toren. Feiert erstmal Bernadette, ganz wichtig, lieber Ansager. Das ist so wichtig, dass du da Bernadette feierst. Also, die muss man einfach feiern. Ganz wichtig. Leute, ey, wirklich, dieses Spiel, es ist so random. Also, sorry, aber das ist echt so random. Naja, gut. Es geht rein. Let's go. Ganz entspannt. Gegen den FC Saarbrücken. Direkter Verfolger, das heißt, Sieg hier ist ein Muss. Sonst wird das immer und immer schwieriger mit dem Aufstieg. Trotz alledem, auch wenn wir verlieren, haben wir eine gute Ausgangslage. Ich mache mal den Headset ein bisschen leiser. Jetzt kann er mal durchlaufen. Kommt auch gut der Ball. Ist natürlich jetzt nicht so cool gewesen, der Pass jetzt da.
Zack. Weiter. Und jetzt kommt er durch. Oh, er kommt da natürlich nicht. Natürlich nicht. Klar. Ist ja logisch, ne? So. Schön gemacht. Ein paar Futter. Kriegst du bitte den? Oh. Jetzt muss Schärf da regeln, aber der ist zum Glück. Besserer Linksverteidiger als Ferland Mondi. Wenn ich ihn gerade lobe, macht er so eine Scheiße. Oh, Junge. Ja, aus der Drehung flanken ist jetzt nicht die beste Idee. Aber aus der Drehung zu passen schon viel besser. Barasi kurz vor dem Weg zu seinem, keine Ahnung wie vielen Saisontor. Schöner Steckpass. Ganz, ganz, ganz starker Steckpass an der Stelle. Und Barasi ist gerade wirklich einfach nur eiskalt. Die letzten Spiele. Zum Anfang hat er gestruggelt, aber jetzt ist er da. Jetzt zeigt er, was er drauf hat. Ins lange Eck. Zack. Schnell rangezwirbelt. Und dann hat er sein Saisontor Nummer 6, glaube ich, ne? Jo, Saisontor Nummer 6 für Barasi. Glückwunsch und weiter geht's. Ich wieder ein bisschen anschieben. Müssen wir ein bisschen wieder unten zumachen. Laufen da zu sehr ran. Nicht so cool. Oh mein Gott, was war das für eine Drehung? Oh, lol, 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 lol. Junge, Junge, Junge. Eieiei. Da haben mich gerade Weltklasse-Bots aber sowas von ausgenommen, ey. Ach du Scheiße, Leute. Wirklich. Das war jetzt gerade nicht so cool. Durchatmen, weiter geht's. Nicht lange drumherum zögern. Das müssen wir akzeptieren. Nimm mal den Rückschlag mit. Ist egal, weiter geht's. Der Jakob hat getroffen. Bruder Jakob. So, seit 88 Minuten sind wir am Stream. Gut zu wissen. Oben geht er durch. So, komm. Halt. Ich schieb doch nach. So. Hinten durch, Mitte durch. Jetzt Friedrich auf dem Weg zu seinem ersten Saisontor und da ist es. Schöne Kombi. Richtig schöne Kombi und wie wichtig das ist. Ganz, ganz eiskalt. Habe ich wieder 0 Zuschauer, cool. Danke dafür, YouTube. Da ist er, der Friedrich. Schön, da haben wir wieder unsere Führung. Nimm mal mit. Nicht wieder raufschieben, wichtig. Da wieder diesen ekelhaften Ball macht er. Wieder runter, komm. Jawohl. Nächster Steckpass. Auf Horn diesmal. Horn. Übersicht für Bentley. Baxterbahn. Na, guckt mal einer an. Wir können Fußball spielen. Ist das nicht schön? Für Bentley Baxterbahn ist es das 8. Nee, 7. Das 7. Saisontor. Ah, der Typ ist on fire. Er ist gerade on fire. Bock, Bock, Bock. Schön, weiter geht's.
weiter, immer weiter. Gar nicht lange aufhören hier. Wir können wieder zurückkommen und wenn das der Fall ist, dann haben wir ein Problem. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht Problem, wir wollen Lösung. So, dann mal weiter hier. Schön gut. Der Doppel in der Mitte. Saarbrücken wird jetzt gerade ein bisschen ausgenommen, aber die kriegen den Ball zurück. Aber jetzt sind wir so ein bisschen offen für einen Konter. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Jetzt ist die Mitte halt so frei. Leute. Oh, Alter, schön geklärt, Klatte. Klatte hat richtig Bock, ey. Ja, natürlich wird er da weggezogen. So ein Scheiß. Abseits. So, machen wir mal weiter hier. Scheiß auf Abseits. Weiter geht's. Boah. Dieser Pass, ey, Leute. Machen die denn da? Was ist hier los? Weg das Ding. So, jetzt wieder rein damit, komm. Jetzt wieder vor. Zack, Doppel. Geht natürlich nicht, weil er wieder diesen scheiß Schritt da wegläuft. Weg das Ding. Raus hier. Jawohl. Das geht doch, Leute. Das geht doch. Guck mal. Souveräne Halbzeitführung. 3-1. Nimm mal mit. Von Saarbrücken kam ein Angriff. Den haben sie reingemacht. Ja gut, okay. Ein bisschen hatten sie auch vorher. Ein paar gute Angriffe, muss man auch sagen. So wollen wir es ja nicht unterstellen. Wir packen mal wieder den Gosens rein. Denn der Herzog... das ist ja schon. Den Herzog packen wir auch mit rein. Der kommt dann ein bisschen zurück auf RM. Ey, willst du mich verarschen? Mal ist das RF unten, mal auf der anderen Seite, ey Junge. Und danach kommt noch Deadlo rein. Der Deadlo. Dead. So, weiter geht's. Deadlo hin oder her. Jetzt hab ich gerade auf die... Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen erschreckt. Alles gut, nichts passiert. Nichts passiert. Ich habe jetzt gut auf mein Handy geachtet und dann kriegen wir natürlich. Oh! Zum Glück. Ui, zum Glück ist Blindfisch immer wieder am Start. Stark Blindfisch, schönes Ding. Junge, Junge. Blindfisch hat Bock. Jetzt muss ich mal noch mal kurz hier nochmal draufdrücken. Können weitermachen. Passt alles. Muss auf jeden Fall meine Sachen noch zusammenpacken. Ich denke mal, das wird doch dann das letzte Spiel dann sein. Und deswegen will ich das auch unbedingt gewinnen. Keeper hast du. Schön. Auf jeden Fall wichtig wieder, dass der Keeper da dran ist. Und gleich schöner Decksteckpass. Parasi. Jetzt noch einmal das und dann Line am. Oh Gott, das. Trainer guckt da zurecht ein bisschen verdutzt. Weil den kann man auch eigentlich besser machen. Muss man vielleicht auch ein bisschen, aber naja, es ist passiert. Es passiert. Mein Gott.
Nicht so schlimm. So, jetzt gleich wieder rauf da. Schön gut. Oh, nee, das ist abseits. Habe ich schon gesehen, dass das abseits war. Aha, abseits. Weiter geht's, komm. Egal ob abseits oder nicht. Ein bisschen weitermachen. Geht um so viel, Kappa. Oh je. Guckt euch mal bitte die Schüsse an. Und ja, das soll Weltklasse sein, weißt du? Da, in Foot ist Weltklasse so auf eine Stufe zu setzen, die einen auch wirklich ekelhaft entgegentreten können. Und hier ist so Weltklasse so, ja, die sind halt existent, die Spieler. Macht auf jeden Fall Sinn. So, ganz unten steht einer, der läuft natürlich nicht mit diesem Laufweg dann, den man laufen soll, sondern läuft natürlich wieder mit 2 km/h dadurch. Aber ja, wir haben den Ball wieder. Schön. Schön, schön, schön. Die wechseln wieder. Das gibt uns die Möglichkeit, auch mal zu wechseln. Wir wechseln den rein aus und der Deadlow kommt an dieser Stelle in die Partie. Dann können wir weitermachen. Letzten Minuten nochmal des heutigen Streams holen wir uns hier diesen Sieg ab. Das ist das Ziel. Mit einem Pass über Horn wird das natürlich ein bisschen besser funktionieren. Horn geht mal richtig ab, Alter. Der hat richtig Bock. Wird kaum gestört. Juckt ihn ja nicht. Und macht einfach mal das Tor. Jo. Weltklasse funktioniert da als Abwehr sehr gut. Und Horn denkt sich so, Alter, wenn da keiner Bock hat drauf, dann zimmer ich den einfach mal rein. Ist ja logisch. Kann man auf jeden Fall machen. Habe ich nichts dagegen. So. Ja, aber schönes Ding. Wieder runter und jetzt läuft Gosens mal durch. Der hat schon ein Saisontor. Macht er noch eins, er macht das nächste Tor. Jetzt wird es langsam ein bisschen komisch mit Weltklasse, keine Ahnung. Aber Gosens ist eigentlich da und dann macht er mal wieder sein Ding. Ist doch schön. Da freut man sich einfach für ihn. Hat es doch sich einfach verdient. Schön. Einfach schön. Toll, Gosens. Weiter geht's. Die 100. Minute ist angebrochen im Livestream. Nice. Und 4 Zuschauer sind nochmal da. Schön. Dann geht's in den Endspurt rein. Und da kommt nochmal Saarbrücken. Und die kommt tatsächlich ran. Jetzt für den Torhüter nicht so cool, aber ist nicht so schlimm. Lol. Wie mache ich denn das immer? Ich drücke das immer aus Versehen, dass der eine Spieler da ranläuft. Komisch. Na egal, weiter geht's. Mal Doppel hier mit dem. Cousins wird ein bisschen gestört, aber jetzt auch nicht so, dass man davon Abwehr sprechen könnte von Saarbrücken. Ich spiele mal schnell aus. Und der haut jetzt mal eine Fackel raus. Let's go. Yo. Naja. Na. Also ging schon mal in die Richtung des Tores. So, ist ein Anfang, also wirklich Gold. So, dann wollen wir weitermachen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. 10 Minuten, um genau zu sein. Aber dann haben wir es gleich geschafft. Und solange dreht da ein bisschen Saarbrücken wieder auf. Das ist natürlich nicht so schön. Bisschen verarschen die Gegner. Hihi. Na, scheiße.
Gerade eine Werbung mit Landesministern vorgeschlagen, Alter. YouTube ballert auf jeden Fall. Oh, schönes Ding. Komm, ein Ding geht noch. Ein paar Funter nochmal. Wieder ein paar Funter. Deadlow. Wo sind's? Da bietet einer einen Lauf an. Wer ist das? Das ist wieder Horn. Diesmal ist Horn aber im Sprint, im Lauf, nicht schneller als der gegnerische Außenverteidiger im Traben. Macht Sinn. Auf jeden Fall. Oha, jetzt kommen sie durch, Alter. Scheiße. Uiuiui, müssen wir aufpassen hier. Jetzt wollen sie es wissen. Okay, gut. Das war jetzt natürlich nicht so bedrohlich, aber naja. Trotzdem nie den Gegner unterschätzen. Und die pfeifen natürlich mitten in unserem Angriff ab. Ist egal. Na gut, die Leute. Damit würde ich sagen, haben wir eine gute Ausgangslage. Wir haben... Ach komm, Interview machen wir noch hier. Haben uns die Tabellenführung fast wieder zurückgeholt. Und können beim nächsten Mal richtig schön reinstarten als Tabellenführer in diesem Stream. Worauf ich mich wirklich dann freue. Auf Instagram nochmal ein paar Likes abgegeiert. Schön, schön. Der Friedrich, der macht gute Fortschritte. Den loben wir mal ein bisschen. Hat er sich verdient. Im Hintergrund diese Musik läuft, muss ich ein bisschen darauf achten, nicht, dass man, aber die sollte man durch die abgedeckte Wand, sollte man die nicht hören. Trotzdem behindert, dass das sowas läuft dann. Das geht mir ein bisschen auf die Eier. Aber naja. So, und auch mal einmal gehen wir nochmal in den Trainingstag rein, weil ich will nochmal sehen, ob der Schnellhardt, ob der immer noch dran ist. Der ist schon wieder darin, dieser Engelhardt. Was soll das? Ja, also, packst du die ganze Zeit raus aus dieser Übung, aber der geht trotzdem immer wieder rein. Ne? Ist ja logisch, ne? Das ist ein Quatsch, wirklich. So, mal gucken, was haben wir in der Entwicklung fertig? Der Jek hat eine Gesamtstärke besser. Der Horn ist jetzt, glaube ich, auch wieder ein bisschen glücklicher. Das ist doch schön, freut mich für ihn. 46 Bissigkeit, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Aber nimmt mal mit. Ja, jetzt ein paar sind natürlich unzufrieden, so, Limmans Röben ist glücklich mit der Moral, ja moin, der hat ein Spiel gemacht, als ob der glücklich ist. I'm not happy. Are you really happy? Gut, und sonst haben wir ein paar Upgrades. Aber letztendlich, ich bin zufrieden, weil wir haben eine gute Ausgangslage. Nächstes Mal geht es noch im DFB-Pokal weiter. Wir sind mit 23 Punkten zwar Erster, aber dritte Liga, ihr kennt es, ist arscheng. Mhm. Tatsächlich, also das ist wirklich relativ detailgetreu. Genau dieselben Positionen waren beim Abstiegskampf so auch wie in der echten dritten Liga. Krass, krass. 1860 mit oben, Kaiserslautern war natürlich nicht mit dabei, aber der Rest stimmt soweit. Interessant. Gut, die Leute, dann sage ich, bedanke ich mich nochmal, wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein.